Liebe Hobbyhandwerker und Profiheimwerker, schön, dass Sie bei uns sind. Ein kleines Heimwerker-Spezial für Sie hier bei uns bei Pearl TV. Und da wird es immer ganz, ganz spannend, weil wir haben so schöne Produkte, die jedem Hobbyhandwerker und Profiheimwerker das Herz höher schlagen lassen, glaube ich. Da fängt man an zu strahlen. Und strahlen, das ist ein gutes Stichwort. Mein Kollege, der strahlt ja auch schon so. Unser Hobbyhandwerker, Profiheimwerker Rainer Wildemann, schön, dass du da bist. Und du hast uns was ganz Tolles heute mitgebracht. Das muss jeder haben. Ja, das Motto, Kathi, dieser Präsentation ist ja Basteln und Heimwerken. Mhm. Ich ergänze das, Einzug, Umzug, Renovieren, Schrank aufbauen, Schrank abbauen. Ich brauche immer wieder verschiedene Werkzeuge. Und das ist Ihr Erste-Hilfe-Koffer für zu Hause. Ja? Wahnsinn. Ihr Erster-Hilfe-Koffer für zu Hause, den hebe ich gleich wieder auf. Das war eine der Lochsägen, die im Sortiment enthalten ist, die 32 mm. Darüber hinaus ist aber noch eine 38er, eine 45er, eine 54er Lochsäge im Set enthalten. Kathi, hier findest du, die zeige ich Ihnen gleich auch mal, wie sie performen, sagt der Engländer, wie rasiermesserscharf diese Flachfräsbohrer sind, werde ich Ihnen gleich demonstrieren. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Da haben wir nochmal Steinbohrer. Egal, ob jetzt in 30 cm Länge für einen Wanddurchbruch, wenn ein Antennenkabel durchs Mauerwerk muss, oder haben in der kurzen Länge 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, alle Bohrer, die wir normalerweise benötigen, vorhanden. Tiefenbegrenzer im Set enthalten, Nageltreiber im Set enthalten, viele Bits. Kathi, entschuldige, wenn ich dir wenig Raum lasse. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich sagen, da geht es nämlich noch mal weiter. Ja? Gucken Sie sich das an. Also irre. Was hier ist das noch mal alles? Eine riesige Schublade. Wir haben nicht nur die langen Bits in der Schublade, wir haben die Bohrer, die die Aufnahme für ihren Bithalter haben. Wir haben Führungsmanschetten für ihre Bohrer. Wir haben die Sechskant-Bits, die werden oft vermisst. So ein Kreuzschlitz oder Schlitzbit, den habe ich ja schnell mal zur Hand. Aber jetzt habe ich eine Maschinenschraube mit einem Sechskantkopf. Auch da habe ich das passende Werkzeug im Set dabei. Nochmal eine Bohrschablone im Set dabei. Mhm. Und eine Riesenschublade HSS Hochleistungsschnittstahlbohrer. Und weil Kathi es auf Weihnachten zugeht, haben wir einen Teil davon goldfarben lackiert. Nein, haben wir natürlich nicht. Die sind speziell beschichtet, das habe ich schon gelernt. Genau, die sind immer, wenn titanisiert, die so, nennt man das. Das heißt, man sorgt durch diese Oberflächenbeschichtung dafür, dass der Bohrer insgesamt noch länger scharf bleibt. Und diese Bohrer, ich hole sie mal kurz heraus, diesen möchte ich mal, das ist ein 10 mm Bohrer oder ein 8 mm Bohrer und ein 1 mm Bohrer, liebe Zuschauer. Der ist ja klein, das ist ja Wahnsinn. Schauen Sie sich das mal an. Und ich halte mal meinen Fingernagel da so ein bisschen hinter. Selbst die Experten würden so einen Bohrer hier und da abbrechen. Deswegen ist er gleich viermal im Set enthalten. Das heißt, der Weg zum Baumarkt, das Kostenintensive beim Umzug, beim Einzug, beim Renovieren, ist ja immer die Werkzeugsuche. Mhm. Also alles bitte da, wo es hingehört. Alles hat seinen Platz, alles ist nummeriert, beschriftet, bezeichnet. Halten Sie Ordnung, Wahnsinn. Dann haben Sie viele Jahre Freude daran. Jetzt zur Qualität. Ja. Jetzt darf ich als Tischlermeister ein bisschen strunzen. Leg los. Ja. Also ich bin immer noch hier total hin und weg über dieses Set überhaupt, weil wir sehen hier 204-teilig dieses tolle Profi-Bohrer- und Bit-Set, was wir hier haben in diesem tollen Koffer, ist der Wahnsinn. Wie Rainer sagt, nie mehr etwas suchen müssen. Jedes Detail hier direkt zur Hand und eine Auswahl, die wirklich grenzenlos erscheint. Oft, und dafür, Kathi, lege ich meine Hand ins Feuer. Oft vermutet man, Mensch, bei dem Preis kann doch die Leistung nicht stimmen. Ich bin Tischlermeister, liebe Zuschauer, und ich zeige Ihnen mal an so einem Holzbalken, wie ein Flachfräsbohrer arbeitet. Den setzen Sie einfach an. Ich habe hier ganz bewusst den größten aus dem Set herausgeholt und bohre auch bewusst hier nur die Hälfte des Balkens an. Eine Sekunde Stille. Viele, Kathi, kennen diese Topfbohrer. Das sind die Bohrer, womit man Scharniere einbohrt und so etwas, womit man ein, bitte nicht schmunzeln, aber das heißt Sackloch macht. Mhm. Warum brauche ich so ein Sackloch? Wenn hier ein Schraubenkopf verschwinden muss, dann muss ich dafür sorgen, das mache ich mit meinem Bohrer.
dass nur der Schraubenkopf versenkt wird und der Rest der Schraube natürlich im Material sitzt und den entsprechenden Halt bietet. Mhm. Und diese Flachfräsbohrer, die sind halt extrem scharf und bitte auch, wie ich das hier tue, liebe Zuschauer zu Hause, wieder an seinen Platz. Den finden Sie hier von 10 mm bis 32 mm und natürlich auch den langen Bohrer für den Wanddurchbruch wieder in 30 cm Länge. Also wirklich eine Qualität, die meinen Ansprüchen als Tischlermeister für den Gebrauch zu Hause, für das Renovieren für diese Arbeiten, Kati, mehr als ausreichend gut ist. Ich will hier niemandem ein X für ein U vormachen. Natürlich, Sie, liebe Profis zu Hause, die 100-mal am Tag mit einem Bohrer in eine Steinwand bohren müssen, Sie kaufen etwas andere Werkzeuge. Ja, ist auch genehm, das sollen Sie ruhig machen. Aber Sie gehen jetzt los und müssen eine Lampe aufhängen. Ja? Sie brauchen ein 10 mm Loch für ein 10 mm Dübel. Mhm. Da greife ich als Heimwerker in meinen Werkzeugkoffer, ja? Hol mir den 10 mm Bohrer raus. Der hat auch eine Hartmetallschneide. Und dann, Kati, darf ich das hier mal kurz nach vorne nehmen? Du bist so nett und hältst den Koffer fest. Dann packe ich den 10 mm Bohrer in die Maschine, stelle meine Bohrmaschine auf Schlagschrauben, wähle vielleicht auch die Geschwindigkeit Nummer 2 und dann geht's los. Und das, Kati, mache ich als Heimwerker 20 Mal im Jahr, vielleicht 30 Mal im Jahr. Und da kann ich dir garantieren, die 20 Cent, die du hier investierst für diesen Bohrer, das war eine sehr gute Investition, weil auch der einige 100 Bohrlöcher im exakten 10 mm Maß bohrt. Genauso wie der, den man vielleicht für 8 Euro einzeln irgendwo im Baumarkt holt, weil man den gerade vermisst zu Hause, weil jetzt gerade der 6er nicht da ist, weil vielleicht der 2er nicht da ist. Hier ein volles Sortiment an Steinbohrern in unserem tollen Werkzeugkoffer. Komplett enthalten. 37,91 Euro kostet unser 204-teiliges Bohrer und BZ. Sie sehen hier, da ist alles dabei, was man sich nur so wünscht. Und das auch noch praktisch in diesem Koffer dann zusammengepackt. Also Wahnsinn. Ja. Du hast hier alles mit dabei. Du sagst es gerade für den normalen Hobbyhandwerker ist es eine super Sache hier. Genau. Und man findet alles so schnell. Das ist das, was mich hier so begeistert. Du hast es gesagt, alles ist beschriftet. Genau. Wenn Sie hier mal schauen, alles ist exakt beschriftet. Mit den Größen, was wo reinkommt. Und man hat es direkt zur Hand. Ich kenne das auch, wenn man dann irgendwas sucht. Du sagst, es ist hier so ein 6er Bohrer. Dann ist man ewig unterwegs und sucht in irgendwelchen Töpfen, in irgendwelchen Kisten, bis man den 6er Bohrer gefunden hat. Die Zeit allein, die da beansprucht wird. Hier haben Sie das ruckzuck zur Hand. Und 37,91 Euro für das gesamte Set hier inklusive Koffer heute. Und ich wette, Kati, um eins, liebe Zuschauer zu Hause, schauen Sie mal in Ihre Werkzeugkiste. Ich habe in vergangenen Präsentationen, ich verzichte zugunsten der Tontechnik heute darauf, hier Ihre Kiste zu Hause auszuschütten, weil wir wissen doch, wie es aussieht. Ja? Da ist alles durcheinander, da ist die Zange, der Bohrer, der Schraubenzieher, da ist alles untereinander vermischt in einer riesigen Kiste. Und wenn Sie einen bestimmten Bohrer brauchen, dann geht die Sucherei los. Jetzt habe ich hier in die Bohrmaschine eingespannt einen 10 mm Dübelbohrer. Mhm. Das sind diese Holzbohrer-Kati, die haben nochmal so eine Zentrierspitze. Ja. Das ist idealerweise Holz. Wir haben ja im Koffer Holz abgedeckt, wir haben Stein abgedeckt, wir haben Metall abgedeckt, wir haben Schrauben abgedeckt, wir haben Bohren abgedeckt, wir haben Sägen abgedeckt. Ja, eigentlich ist alles drin, was wir so brauchen. Also gehen wir mal an den Holzbalken. Ein Dübelloch, immer wichtig, dass der Bohrer nicht verläuft. Warum? Zunächst mal den Schlag aus der Schlagbohrmaschine rausnehmen. Wenn Sie einen Standardbohrer ansetzen, dann verrutscht er ihn schon mal. Durch die Zentrierspitze, die hier dran ist, wird eben genau an der Stelle das Loch gebohrt, wo Sie es brauchen. Und Dübel... Wir kennen nicht nur Dübel in der Wand, wo wir eine Schraube fixieren, sondern wir kennen auch Holzdübel. Wenn ich also mal ein Möbel reparieren möchte und ein Dübelloch bohren muss, dann habe ich hier im Werkzeugkoffer wieder das richtige Werkzeug dafür parat.
alles parat, was immer Sie brauchen. Und das für 37,91 Euro mit der PE 4742 und der 569. Können Sie jetzt bestellen, direkt ran ans Telefon, für sich selber ein kleines Geschenk oder dann auch für einen guten Bekannten, einen Freund, wo man weiß, ah, der hat auch immer seinen Werkzeugkeller oder seine Garage. Und dem geht es immer genauso. Neulich beim Umzug auch wieder, da hat er wieder gesucht. Ja. Man kennt es immer, es ist so klassisch. Oder ah, da wollte er mir helfen, die Lampen anzubringen und hat wieder den passenden Bohrer nicht gefunden. Dem bereiten Sie jetzt ein Ende hier. Einfach mal zuschlagen bei 37,91 Euro. Das ist ein toller TV-Sonderpreis. Der normale Preis hier für dieses 204-teilige Profi-Bohrer und Bit-Set liegt bei 59,90 Euro, also 60 Euro. Und heute hier TV-Sonderpreis extra für Sie, 37,91 Euro. Da heißt es ganz schnell bei den Kollegen im Callcenter anrufen und zugreifen, bevor der wieder ausverkauft ist. Das lohnt sich wirklich. Genau, Kathi, das, was wir gerade verloren haben, am Beginn der Präsentation, benutzt der Jakob. Jakob, liebe Zuschauer, ist unser Facility Manager. Der hält hier rund ums Haus alles in Ordnung. Der hat natürlich diesen Koffer, weil der Chef kommt und sagt, da muss eine Schraube losgedreht werden, da muss etwas montiert werden, da muss etwas festgemacht werden. Wenn Sie unseren Jakob fragen, Jakob, wo ist dein 6er Steinbohrer? Wo ist der 8er Holzbohrer? Wo, Jakob, ist denn jetzt verflixt nochmal der 10 mm Stahlbohrer? Der macht, gibt Ihnen immer eine Antwort, da. Genau da, da steckt es nämlich drin. Und das ist das Schöne, hier hört das Suchen auf, hier habe ich alles das, was ich mal eben brauche, parat. Kathi, neben dem Umstand, dass hier eine riesige Auswahl an verschiedenen Bohrern ist, haben wir 57 verschiedene Bits in dem Koffer. Und liebe Heimwerker zu Hause, liebe Bastler, macht es euch bitte einfach. Auf jedem Schraubenpaket, ich zeige Ihnen das gerne auch mal, Kathi, das ist vielleicht auch für dich als Information mal ganz nützlich. Ja. Auf jedem Schraubenpaket findest du eine Angabe, welcher Bit hier dazugehört. Das hier sind solche Torx-Schrauben und da steht hier dann, liebe Zuschauer, dass hier der T2-Bit benötigt wird. Dann gehen Sie in Ihren Koffer. Ja, dann suche ich hier mal. Und Achtung. Dann schauen wir ganz einfach mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier irgendwo dabei ist. Hier ist T2, genau. Das ist T2, das ist T2.5. Ja. Okay, T2. Ja. Da habe ich also ihn. Hier alles beschriftet. Sie sehen das? Das ist ganz toll gemacht. Das kann man direkt dann raussuchen. Alles mit Beschriftung. So einfach geht das. Schraube, passender Bit, ganz wichtig, Kathi, damit diese hässlichen Geräusche, wenn der Akkuschrauber so überrutscht drin sind. Darf ich dich bitten, den wieder an seinen Platz zu tun? Ja, ich möchte noch einmal bitte den Flachfräsbohrer haben, weil ich glaube, dass unsere Zuschauer das auch gerne sehen, wie hier die Späne fliegen. Das sehen die Kollegen, die nachher und nach uns fegen, vielleicht nicht so gerne. Aber ich will Ihnen noch mal zeigen, wie scharf diese Bohrer sind. Unglaublich dass scharf, sie eben also hier. Immer Vorsicht hier. Genau, perfekt ausgerüstet sind. Ich bohre einmal halb an, keine Sorge, die Bank lasse ich in Ruhe. Da brauche ich natürlich den Rechtslauf. Ja, hier stoppe ich jetzt. Und das wäre jetzt der Moment, wo vielleicht ein Schraubenkopf hier versenkt werden muss, aber eben dann nochmal ein 10er Holzbohrer hinterhergedreht wird, damit ich die Schraube hier versenken kann. Ich mag einfach diese Bohrer enorm noch ein paar Späne produzieren. Ja, leg los. Hier durfte ich ja jetzt mal durchbohren und da sieht man, wie rasant, wie schnell das geht. Und hier, Kathi, ganz wichtig, man riecht nichts, hier stinkt nichts, hier qualmt nichts. Das ist immer ein Indiz für scharfes Werkzeug. Ja? Wenn also Ihr Bohrer qualmt, wenn es riecht, wenn es stinkt, schärfen Sie den bitte unbedingt nach. Das können Sie mit den Flachfräsbohrern im Set natürlich auch machen. Ich habe den 32er benutzt, vielleicht brauchen Sie einen 10er, einen 6er, einen 14er. Ein 30 cm lang, 10 cm lang, spielt keine Rolle. Alles in diesem tollen Sortiment. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Hobbyhandwerker hier für Sie. 37,91 Euro bei uns heute hier zum TV-Sonderpreis. Zugreifen heißt es da, bevor es ausverkauft ist oder der Preis wieder nach oben geht. Denn der TV-Sonderpreis, der gilt immer jetzt und bis zu 2 Stunden nach dieser Sendung. Also hier lohnt es sich heute richtig. 37,91 Euro unser 204-teiliges Profi-Bohrer und Bit. Set. Ganz schnell bestellen, PE 4742 und die 569 ist Ihre Bestellnummer. Und dann viel Spaß beim Heimwerken.